Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Jetzt haben wir unser Dokument hergestaltet. Unser Dokument gestaltet. Und wir wollen jetzt ein Abbildungsverzeichnis erstellen. Dazu habe ich mich bemüht und habe schon andere Abbildungen eingefügt. Zwecks der Wiederholung werden wir die ganzen beschriften. Also das letzte war ja da Abbildung 3, die Titelleiste von Word. Und jetzt haben wir da, habe ich die Startmenüband, da füge ich wieder rechte Maustaste, Beschriftung einfügen, dann mache ich ABB, ja, und da sage ich Menüband Start. Soll kurz und knackig sein, dass es nicht stört. Okay, ist eingefügt, Abbildung 3, Menüband Start. Abbildung 3. Gibt da was nicht? Fahren wir fort. Hier unten, das werden wir auch, ja. Jetzt zeige ich eine andere Variante her. Ich überlege gerade, was da los sein kann, aber bitte. Kann man auch unter Referenzen Beschriftung einfügen. Ja, das ist die zweite Variante, die wir kennengelernt haben. Und da steht jetzt aber 4. Menüband einfügen. Dieses Menüband, das will man gleich kopieren, weil das wir jetzt öfter brauchen. Das Kontextmenü ist super. Zeichnen. Fügen wir alles hinzu und dann kümmern wir uns um die Nummerierung. Aha, da habe ich die Breite nicht geändert. 14 cm haben wir gesagt. Okay. So, das hinzugefügt. Menüband 3. Also, kopieren werde ich es noch. Also, da muss ich den Text ja ändern. So. Oh, das habe ich schlecht gemacht. Jetzt ist das da ganz normal. Merke, wenn man es verschieben will oder in die Mitte schieben und so weiter, vorher den Text ändern und erst nachher die ganzen Beschriftungen hinzufügen. Weil sonst wird nämlich denn die Abbildung kein Textfeld, ja, sondern sonst wird die Abbildung einfach ein Text. So, stellen wir es um. Klack, klack, klack. So, umgestellt, gehen wir es an. So, kopieren wir es noch. Dann viel. Es sind aber viele Menübänder. Ja, aber ich habe genug Menübänder und die Beschriftung. Schauen wir mal, wie schaut das aus? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 ist 3, das Viertel ist doppelt. Wieso ist das? Was ist mit dem 3er da oben? Das ist der Dreier, der in dem Zeichenbereich drinnen ist. Das war keine gute Idee. Riecht man nachher. Machen wir mal ein Abbildungsverzeichnis. Abbildungsverzeichnis möchte ich am Schluss machen. Da möchte ich weiterschreiben mit den Formatvorlagen. Sind wir ja schon lange vorbei. Ich sage also jetzt einfügen.
Seitenumbruch, dann sage ich Start, Überschrift, dann mache ich jetzt den Anhang, dann mache ich Überschrift 2, das wird jetzt Verzeichnisse und Überschrift 3, da mache ich jetzt Abbildungs. So, jetzt habe ich es falsch geschrieben, Abbildungsverzeichnis. Muss man nicht machen, kann man auch einfach irgendwo hineinknallen, aber ich finde das immer gut, wenn das so ein bisschen strukturiert ist. Gut, jetzt möchte ich hier ein Abbildungsverzeichnis hinzufügen. Wie geht das? Das geht unter Referenzen, ja? Und da Inhaltsverzeichnis fügt ein Inhaltsverzeichnis hinzu. Da geht es um Überschriften und so weiter. Und hier kann man Abbildungsverzeichnis einfügen. Ja? Also nicht verwechseln Inhaltsverzeichnis mit Abbildungsverzeichnis. Inhaltsverzeichnis listet alle, das ist üblicherweise am Anfang des Dokuments, zu dem kommen wir noch. Ja? Jetzt kümmern wir uns mal um das Abbildungsverzeichnis. Ja? Abbildungsverzeichnis. Drücke am Knopf und dann sage ich, schon passen. Okay. Und tatsächlich, es passt. Ja? Komm, 1, 2 bis 12. Was fällt da? Wie schaut da der Dreier aus? Was ist der Dreier da? Menübar und Start. Also der ist auch weg. Das wird einfach im Zeichenbereich wird das ignoriert. Beinhart ignoriert. Was ist jetzt, wenn ich das entferne und dann den Zeichnungsbereich wieder beschrifte? Beschriftung einfügen. Titelleiste von Word. Abbildung 3, die Titelleiste von Word. Abbildung 4, schau, das hat er automatisch noch nummeriert. Sehr gut, hat er automatisch nachnummeriert, hat schon gecheckt. Wie schaut das Abbildungsverzeichnis aus? Aha, das Abbildungsverzeichnis schaut aber noch immer so aus. Ja, wie kann ich das updaten? Rechte Maustaste drauf, Felder aktualisieren, Duke. Gesamtes Verzeichnis aktualisieren, wupp, die Titelleiste von Word ist schon erinnert, haben wir schon 13 Bilder. So funktioniert das. Ich lösche das jetzt Ganze wieder. Alles markieren, linke Maustaste, entfernen, halt, alles, habe ich gesagt. Schauen wir uns an, was wir da alles einstellen können. Seitenzahlen einfügen. Ja? Wenn ich es so mache, stehen keine Seitenzahlen. Das ist nur eine Auflistung an Bildern. Kann man machen, wie sinnvoll das ist. Entzieht sich meine Erkenntnis. Jetzt dreht sich bei mir der Kreisel aus irgendeinem Grund. So, jetzt ist die Hintergrundaktivität beendet. Überlegen müssen. Ja? Auch Word muss überlegen. Was will er damit sagen? Das ist nur die Liste der Abbildungen. Ich weiß nicht, wer es braucht. Braucht Seitenzahlen rechtsbündig. Man kann das auch direkt dran flicken. Schaut, also, ich weiß nicht. Für mich als ein Ästheten ist das, boah. So, das sind die zwei Sachen. Ja. Dann können wir uns hier aussuchen, auch welche Typ, ich meine, jetzt hat er automatisch abgebucht, nur weil er es andere nicht gefunden hat. Ja, aber wir werden nachher auch Tabellen machen, ja, und da werden wir sehen, okay, da können wir auch Tabellen, und da machen wir in einem Tabellenverzeichnis. Funktioniert genauso, heißt das Abbildungsverzeichnis, da kann ich jedes nummerierte Element einmal für sich nehmen, kann mir aussuchen, für welches nummerierte Element ich hier ein Verzeichnis haben will. Ja, und die Füllzeichen, ich meine, jetzt sind es so Punkte gewesen, da können wir zum Beispiel diese Unterstriche, dann sind es so Striche rüber. Ja. Zuerst waren das, wo jetzt die Striche sind, Punkto. Man kann das aber auch, wenn man die Übersicht nicht so haben will, ja, also wenn man praktisch darauf steht, dass man nicht weiß, zu welcher Zahl gehört was, kann man sagen, ohne, ja, und dann. Das muss man zuerst einmal zusammenfinden auf einem Blatt Papier. Wenn ich jetzt sage, Menü, also Abbildung 8, ist das 3, ist das 2, ist das, wo ist das? Ja, ich meine, da, wenn ich es anklicke,
dann sehe ich, okay, ist der Dreier. Also ich würde schon Füllzeichen verwenden. Meiner Ansicht nach ist dieses Standardverhalten da mit diesem Punktfüllzeichen gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Da kann man nur, ob dieses ABB dabei stehen soll. Ja, wenn ich das weg tue, ich meine das, bloß immer einreden. Ja. Das schaut eigentlich auch nicht schlecht aus. Aber ich würde das trotzdem dabei lassen, diese Bezeichnung und Nummer einschließen, weil dann sieht man gleich, wenn eine Nummer fehlt. Ja. Das fällt auf. Es ist eine zusätzliche Ebene, mit der man sein Dokument ganz automatisch besser machen kann. So. Und jetzt, ich meine, jetzt drücke ich da, okay, jetzt steht das da mit irgendeiner Schrift. Jetzt können wir nur schauen, wie ist das definiert? Ja, wie ist das definiert? Gibt es da jetzt irgendwo eine Definition? Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Ja. Wie ändere ich jetzt die Formatvorlage? Feld bearbeiten. Puh, na, da machen wir gleich wieder zu. Zu dem kommen wir gar nicht. Ja, das ist schon viel zu viel. Also einfügen. Einer Referenzen war das, Abbildungsverzeichnis einfügen. Und hier unter Optionen kann ich mir aussuchen, welche Formatvorlage ich verwenden will. Jetzt war es die Standardformatvorlage. Jetzt sage ich, jetzt möchte ich die Formatvorlage Abbildungsverzeichnis verwenden. Ja? Okay. Okay. Was haben wir jetzt gemacht? Was war denn jetzt? Optionen. A, Formatvorlage Abbildungsverzeichnis. Von vor, also Beschriftung, ABB. Okay. Das war. So. Und jetzt müsste es hier irgendwo hoffentlich Abbildungsverzeichnis geben. Na, nix. Wieder nicht. Ja, wie machen das? Referenzen, Abbildungsverzeichnis einfügen, ändern, ja, Abbildungsverzeichnis, und da ändert ihr jetzt die Schrift. Ändern, Abbildungsverzeichnis, und das soll halt nur ein Miner sein. Das Abbildungsverzeichnis können wir ruhig klein machen, weil das ist üblicherweise eine lange Liste, die... Okay. Okay? Ah, schau, ist schon kleiner. Also so kann ich das kleiner machen. Weil ich das abändern will, wird schwieriger, ja. Da, wie wir sehen, gibt's Standardformatvorlagen. Und, ja. Es ist, wenn man tiefer hineinschaut, ist alles furchtbar kompliziert. Ändern. Kontextmenü geht's, Abbildungsverzeichnis, Reste, Maustaste, ändern, da unter Optionen und so weiter. Da kann man halt einstellen, welches man sehen will. Es gibt eine Menge Formatvorlagen, die Word schon definiert hat und die wir hier oben gar nicht sehen. Wie wir gesehen haben, die Überschriften kommen ja auch einfach so hinzu. Ja, die sind ja einfach so hinzugekommen. Ja, wenn ich eine Überschrift, ja, da können wir gewusst, okay, nächste Überschrift. Und das ist da eben in den Optionen drinnen, was man machen muss. Geht ein bisschen zu weit für uns, wir wollen ja einfach mal Dokumente schreiben. Aber da können wir das ändern, an und für sich da drinnen. Rechte Maustaste auf das Abbildungsverzeichnis. Okay, sind wir fertig. Ja, also wenn ich jetzt draufkomme, klack, Abbildungsverzeichnis, rechte Maustaste, ändern. Es wäre vielleicht toll, wenn das doch eine Zehnerschrift wäre. Okay, dann ist es jetzt eine Zehnerschrift. Dann ist es größer geworden. Passt. Gut, also was haben wir gelernt? Beschriftungen, Abbildungsbeschriftungen innerhalb von Formformaten, von Zeichnungselementen sind schlecht,
ja, muss man darunter geben. Das heißt jetzt aber auch, meiner Ansicht nach, dass man das nicht machen sollte. Wenn man Texte beschriften will, wenn man Zeichnungen beschriften will, einen Zeichenbereich, sollte man anscheinend nicht als Container, Obercontainer machen, dann macht man lieber Gruppen. Ja, sagen wir, die beschriftet, Abbildungsverzeichnis, passt. Gut. Das nächste, was wir machen, ist ein Inhaltsverzeichnis. Ja, wenn wir Verzeichnisse sein, machen wir gleich ein Inhaltsverzeichnis, machen wir am Anfang ein Inhaltsverzeichnis und dann werden wir sehen, was man dort alles machen kann. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.